Herzlich willkommen in der Schuster-Lubenau Academy. Mein Name ist Felix und in diesem Tipp geht es um eine Hanglage. Der wichtigste Punkt bei der Hanglage ist zu verstehen, dass der Ball in eine andere Richtung losfliegen wird. Wenn ich mich also parallel hinstelle und die Richtung ist jetzt beispielsweise zu dieser Fahne, dann fliegt der Ball, wenn ich im Hang stehe, eben nicht geradeaus, weil der Schläger nicht auf seiner ganzen Sohle steht. So würde er geradeaus fliegen. Jetzt steht der Schläger aber mehr so im Hang und dadurch fliegt der Ball natürlich deutlich nach links. Das kann man gleich vorführen, muss man gar nicht einen vollen Schwung machen. Ich muss einfach nur einen kleinen Schwung machen hier. Und sofort geht der Ball deutlich nach links, weil die Schlagfläche eben die Senkrechte nach links zeigt. Abhilfe kann da schaffen, indem ich entweder den Schläger aufdrehe ein bisschen oder, was ich eher empfehle, ist rechts anzuhalten, rechts zu zielen. Und da muss man natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie viel muss ich rechts zielen. Aber in etwa so viel wird wahrscheinlich ausreichen, dass der Ball jetzt Richtung mein Ziel, Richtung Fahne geht. Also schwinge ich mehr nach rechts. Und der Ball geht Richtung Fahne. Gilt für jeden Schlag, gilt für kurze Schläge, gilt natürlich auch für volle Schläge. Insofern immer dran denken, wenn ich unter dem Ball liege, wird der Ball zwangsläufig nach links abhauen und ich muss rechts anhalten, damit ich zu meinem Ziel komme.